Welcome to our press statement. Willkommen zu unserem Pressestatement vor dem Transatlantischen Forum der CSU mit dem CSU-Vorsitzenden, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, mit der EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen und NATO Secretary General Jens Stoltenberg. The host is going to start, Dr. Söder, please. Ladies and gentlemen, Mr. President, es ist uns eine Freude und Ehre zugleich. Freude, dass Sie beide, dass ihr beide gekommen seid zu unserem Transatlantischen Forum, dem traditionellen Warm-up vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz, in dem wir als Bayern und als CSU auch klar unsere außenpolitischen Ideen mit einbringen und gleichzeitig, dass die Sicherheitskonferenz zum 60. Mal stattfindet. Vor einigen Jahren war es ein bisschen zum Überlegen, was macht eine Sicherheitskonferenz überhaupt noch für einen Sinn, wenn wir in einer Welt leben, wo es vielleicht gar nicht große militärische Probleme mehr gibt. Man kann sagen, zum 60. Geburtstag, back to the roots. Es ist tatsächlich wie früher die Erdkunde-Tagung, eine Tagung, bei der es um fast alles oder nichts geht, um Freiheit, Sicherheit und Frieden. Insofern nochmal ganz herzliches Dankeschön, dass beide da sind. Ich sage das für den Vorsitzenden der CSU. Mir wären drei Botschaften wichtig, die von dieser Sicherheitskonferenz ausgehen. Erstens, glaubhafte, nachhaltige Hilfe für die Ukraine. Ich finde es am Ende eine Schande, dass es ein unglaubliches Geschacher gibt, sowohl in Europa als auch in den USA, wann welches Geld ausbezahlt wird. Es handelt sich in dem Konflikt, den Russland begonnen hat, um eine Materialschlacht. Die kann die Ukraine gut gewinnen. Aber es ist schäbig, wenn um jede Milliarde gestritten und gezockt wird, wenn die zuständigen Präsidenten kämpfen müssen, um die Mehrheit in den Räten zu haben. Es muss schnell geholfen werden. Deswegen ist es gut, dass heute Deutschland ein Sicherheitsabkommen macht mit der Ukraine. Aber Papier ist geduldig, es müssen Taten folgen. Wir erwarten jetzt eine sofortige und schnelle Entscheidung für Taurus-Flugkörper. Das wäre das Wichtigste, was die Ukraine braucht. Dieser Krieg darf nicht wegen Geiz und wegen mangelndem Geld verloren gehen. Zweitens, sein klares Bekenntnis zur NATO. Wir Bayern und die CSU, wir bekennen uns zur NATO. Die NATO ist aber eine Wertegemeinschaft. Sie ist kein Verein, wo es um Schutzgelder geht. Die Mitgliedschaft in der NATO hängt nicht davon ab, wie viel man am anderen zahlt und ob man ihn dafür bezahlt, ob er sich unterstützt, sondern es ist eine Wertegemeinschaft. Und deswegen haben wir auch keine Autokraten in unserer Gemeinschaft. Wir bekennen uns zu den Values, so wurde die NATO gegründet. Deswegen ist uns das Bündnis mit den USA von ganz zentraler Bedeutung. Wir sind Transatlantiker, Europäer und Transatlantiker. Aber wir sagen deutlich, die NATO muss ihre Zukunft behalten. Unabhängig davon, wie die Wahlen in den Vereinigten Staaten ausgehen. Und das darf ich noch sagen, der größte Truppenübungsplatz der Vereinigten Staaten von Amerika in Europa ist bei uns in Grafenwöhr. Ohne die Logistik, die wir in Europa bieten können, wäre die NATO und wäre vor allem auch die Vereinigten Staaten von Amerika militärisch eingeschränkt. Und der dritte Punkt, in Vorbereitung dessen, was kommt, müssen wir alle mehr investieren. Wir haben die klare Aufforderung, dass Deutschland seinen Beitrag zur Stärkung der Bundeswehr massiv ausbauen muss. Es ist noch zu wenig. Der Wille reicht nicht aus. Das 2%-Ziel wird kaum erfüllt und eher getrickst. Wir als CSU fordern, dass man statt immer neuer Sondervermögen dauerhaft 3% als Ziel ausgibt. 3% des Haushaltes muss künftig das Ziel sein. 3% wäre aus meiner Sicht das Richtige. Zu Zeiten von Franz Josef Strauß, der damals bei der Gründung der Wehrkundetagen dabei war, waren es 4%. Es muss mehr investiert werden, ohne Tricks, ohne Schulden. Die Verteidigung muss es uns wert sein. Da geht es um unsere Sicherheit und Freiheit. Und deswegen bekennen wir uns das sehr klar dazu und fordern auch die Bundesregierung auf. Und das wäre auch unser klarer Ansatz als Ziel. CSU für künftige Bundesregierungen eine klare Priorität für Verteidigung und die Bundeswehr zu haben. Also nochmal vielen Dank euch beiden, dass ihr da seid. Es ist uns eine Ehre. Vielen Dank, Frau Präsidentin von der Leyen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier bei der CSU und der Münchner Sicherheitskonferenz zu sein, gemeinsam mit dem NATO-Generalsekretär. Für mich ist es schon fast zur Tradition geworden, zum Transatlantischen Forum der CSU zu kommen. Das gibt den Auftakt für die Münchner Sicherheitskonferenz. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das besonders wichtig. Wir erleben den russischen Krieg in der Ukraine. Wir erleben eine Destabilisierung
Destabilisierung des Mittleren Ostens. Wir erleben ein zunehmendes Dominanzstreben Chinas. Umso wichtiger ist es, dass die Demokratien zusammenhalten und dass wir unsere transatlantische Partnerschaft pflegen und stärken. Mir sind heute bei diesem transatlantischen Forum zwei Punkte wichtig. Erstens, die Bedeutung des Ukraine-Krieges geht weit über die Ukraine hinaus. Russland versucht ja nicht nur die Ukraine von der Landkarte zu wischen, sondern Russland und Putin und seine Freunde versuchen alles, um die Demokratien zu unterminieren. Ich erinnere nur an den Erpressungsversuch mit russischem Gas. Oder ich erinnere daran, dass Russland alles versucht, Migranten zu instrumentalisieren und unsere europäischen Außengrenzen zu destabilisieren, zum Beispiel in Polen oder in Finnland. Ich erinnere aber auch an die permanenten Cyberangriffe und die Desinformation, die wir erleben. Das alles betrifft uns hier in Europa unmittelbar, aber es betrifft auch unsere amerikanischen Freunde. Denn die Autokraten dieser Welt beobachten es ganz genau, wie wir widerstehen und wie wir zusammenstehen, wie wir auf die Aggressionen reagieren. Deshalb haben wir ein gemeinsames transatlantisches Interesse, die Ukraine zu unterstützen. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir haben viel in die Ukraine, die Unterstützung der Ukraine investiert. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt ein weiteres 50 Milliarden Euro-Paket auf den Weg gebracht haben zur Unterstützung der Ukraine. Aber gleichzeitig müssen wir auch angesichts der Weltlage in Europa mehr in Verteidigung investieren. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen unsere europäische Verteidigungsindustrie stärken. Wir müssen mehr investieren, wir müssen besser investieren und wir müssen europäisch investieren. Deswegen werden wir als Kommission im kommenden Monat eine Strategie zur europäischen Verteidigungsindustrie vorlegen. Uns ist dabei wichtig, dass mehr investiert ist auf den Weg gebracht worden, aber es muss auch konstant und dauerhaft nachhaltig mehr investiert werden. Besser investieren bedeutet, dass wir mehr gemeinsame Projekte auf den Weg bringen, und europäisch investieren bedeutet, dass wir sehr klar auch sagen, wenn die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa Milliarden für die Verteidigungsindustrie und die Verteidigung Europas investieren, was gut und richtig ist, dann erwarten sie aber auch, dass das ein Return on Investment gibt, das heißt gute Jobs daraus auch hier in Europa entstehen. Die Tatsache, dass ich hier nicht nur mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, sondern auch mit dem NATO-Generalsekretär heute Morgen bin, zeigt auch sehr klar, und das ist mein dritter Punkt, ganz enge Zusammenarbeit mit der NATO. 22 unserer Mitgliedstaaten sind auch in der transatlantischen Allianz. Das heißt, auch die Strategie zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie geht in ganz enge Abstimmung mit der NATO, was zum Beispiel Planungsprozesse angeht. Oder was Standardisierung angeht, weil wir wissen, wir haben one single set of forces, eine gemeinsame Streitkraft, so die wir einsetzen zur Verteidigung unserer Werte und unserer Demokratien. Und umso besser ist es, dass wir drei hier heute Morgen sind. Selbstverständlich ist mir auch klar aus eigener Erfahrung, wie stark die bayerische Verteidigungsindustrie ist, ein Grund mehr auch hier zu berücksichtigen. Really Dankeschön. Thank you. Thank you, Mr. Secretary General. Thank you so much, Minister-President Söder, dear Markus. Thank you for hosting this CSU Transatlantic Forum. And President von der Leyen, dear Ursula, it's always great to be together with you. And Ursula, you have played a key role in raising NATO-EU cooperation to unprecedented levels. This has been demonstrated through our response to Russia's war against Ukraine. On the day of the invasion, you and I stood side by side and delivered a clear message of support for the Ukrainian people. 2 years on, Ukraine continues to fight for its freedom and its independence. This is due first and foremost to the courage of the Ukrainian people, enabled by major military and economic support from Europe and North America. I welcome that the European Council has approved an important new package of aid to Ukraine, and I expect the US to follow suit. This is vital.
Putin must realize he will not get what he wants on the battlefield. So if we want a lasting peace, we must continue to provide Ukraine with weapons and ammunition. This requires expanding our transatlantic industrial base to increase deliveries to Ukraine and refill our own stocks, and shifting from slow peacetime to the high tempo of conflict, to produce more at a higher speed. This will help Ukraine, it will make NATO stronger, and it will provide more highly skilled manufacturing jobs, including here in Bavaria, where Patriot missiles will be built at the new facility. This is another example of European and North American companies working together for our shared security. There is no imminent military threat against any NATO ally. NATO continues to ensure there is no room for miscalculation in Moscow about our readiness to protect all allies. With more forces, higher readiness, and increased defense spending. Last year, we saw an unprecedented real increase of 11% in defense spending across European allies and Canada. This year, I expect 18 allies to spend 2% of GDP on defense. And I welcome that Germany is among that number. Germany's commitment to permanently station a brigade in Lithuania will also be a major contribution to NATO's deterrence and defense. A strong NATO is good for Europe and for North America. Together, we are half of the world's economic and military might. Together, we deter conflict and preserve peace. So, President von der Leyen, Minister President Söder, thank you for your leadership. And I look forward to our forward discussions. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Thanks for coming. You go.